Ob ich es wohl besser morgen noch einmal versuchen soll? Ihr habt keinen Vicomte. Es ist klar, dass ihr leidet ohne ordentliche Führung. Das verschafft euch oder eurer Kommandantin aber noch lange nicht die Autorität. Es wäre einfacher, wenn ihr kooperieren würdet. Wäre es wohl. Hauptmann der Wache? Ärger? Ja, er hat mich verfolgt. Die Templer geben sich ohnehin sehr überlegen, aber jetzt läuft das Ganze aus dem Ruder. Hauptmann Kalen sind einige beunruhigende Dinge zu Ohren gekommen. Nämlich? Dass ihr die Männer verhätschelt, ihnen eine Sonderbehandlung zukommen lasst. Jemand hat es gewagt. Wer? Wer bringt diese Beschuldigung vor? Namen wurden natürlich keine genannt. Kein Wunder, dass der Leutnant mich belästigt hat. Mist, Kerl. Wenn Sie glauben, ich verhätschle jemanden, dann meinen Mann Donnick. Ihr und ich, wir werden diese Patrouille heute Nacht abfangen. Dann seht ihr selbst, ob ich ihn verhätschle. Oder sonst jemanden unter meinem Kommando. Ich brauche keine Beweise. Ich glaube euch auch so. Natürlich tut ihr das. Aber niemand stellt meine Führung in Frage, ohne dass ich darauf reagiere. Kallen will wissen, ob die Vorwürfe wahr sind? Das werdet ihr ihm sagen können. Donnicks Patrouille, Hawk. Ihr und ich. Heute Nacht. Mich beschuldigen, weich zu sein? Nicht in diesem Leben. Seid gegrüßt, Champion. Ich muss euch um etwas bitten, Lethalan. Ich dachte, das Arulinholm sei alles, was mir noch gefehlt hat. Aber der Illuvian funktioniert noch immer nicht. Ich glaube, ich muss zurück zu dem Geist, der mir schon zu Beginn geholfen hat. Was meint ihr damit, dass er nicht funktioniert? Nun, seht ihn euch doch an. Denkt ihr etwa, er sollte einfach nur hier sein und nicht das Geringste zeigen? Ich kann spüren, welche Macht er in sich trägt. Aber es ist, als würde sie schlafen. Und ich kann sie offenbar nicht wecken. Einen Dämon zu beschwören, kann doch unmöglich der einzige Weg sein, den Spiegel zu reparieren. Es muss noch jemand anderen geben, der etwas weiß. Der Illuvian ging schon verloren, bevor Alethan gefallen ist. Die einzigen Wesen, die etwas über ihn wissen könnten, sind im Nichts. Ich habe den Geist gerufen, aber er scheint mich nicht zu hören. Er war in einem Artefakt auf dem Sunderhügel eingesperrt. Dort muss ich nach ihm suchen. Aber falls etwas schief geht, falls er Besitz von mir ergreift, brauche ich euch, um mich zu erschlagen. Ihr würdet für diesen Spiegel das Risiko eingehen, zu einer Abscheulichkeit zu werden? Ist es das wirklich wert? Wenn wir dadurch dieses Artefakt der Elvenan zurückgewinnen, wenn wir auch nur ein Bruchstück unserer Geschichte zurückerhalten, dann ist es jedes Risiko wert. Ich habe sonst niemandem, dem ich vertraue. Ich brauche euch, Lethalan. Ich könnte es mir niemals verzeihen, wenn meinetwegen jemand zu Schaden käme. Wenn ihr so fest entschlossen seid, es zu tun, dann komme ich mit euch und sorge dafür, dass nichts schief geht. Maseranas! Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche eine Erleichterung das für mich ist. Der Dämon ist in einer Höhle auf dem Sunderhügel eingesperrt. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Thank you.
Nichts. Das Ganze missfällt mir von Minute zu Minute mehr. Der Käufer hat wohl keine Scherze gemacht. Das sollte eigentlich nicht passieren, oder? Wo kommt diese Stimme her? Welche Stimme? Ich kann sie kaum hören. Ich wünschte, ich könnte die Worte verstehen. Daraus wird nichts. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Hallo? Monsieur Geist? Würdet ihr das bitte unterlassen? Seht euch das an. Der ganze Plunder meines Bruders ist hier. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber Bartrand war ziemlich sentimental. Das hier stammt aus unserem Anwesen in Orsama. Als ich 7 war, habe ich einen der Teller unserer Mutter fallen lassen. Mein Bruder hat mich darauf hinein... Das war die Arbeit der Kunsthandwerker des Hauses Saldras. Der Ton stammte aus dem Aedros-Atuna-Fluss, der niemals die Sonne gesehen hat. Ah! Ihr könnt doch unmöglich denselben Bartrand meinen, den ich kennengelernt habe. Ich schwöre es beim Erbauer. Er hatte Tränen in den Augen. Ich hätte auch nie gedacht, dass das möglich ist. Für ihn stand dieser dämliche Teller für die gesamte Stadt Orsama. Geht hier vor. Der Schleier kann unmöglich so weit zerrissen worden sein. Das wird nicht durch irgendein beliebiges Artefakt hervorgerufen. Der Götze ist immer noch im Haus, Hawk. So muss es sein. Des brennenden Untergewand. Varric, habt ihr das vorhin gehört? Nein. Gut, dann verliere ich nicht den Verstand. Seid ihr real? Ihr müsst hier raus, bevor es zurückkommt. Wo ist der Götze? Welcher Götze? Verschwendet meine Zeit nicht mit euren Lügen. Sagt mir, wo er ist. Ich wollte zwar auch nicht zum Essen bleiben, aber ich glaube, die paar Minuten, um sie ausreden zu lassen, haben wir. Sie verbirgt etwas, Hawk. Lügt mich nicht an. Ich weiß, dass er hier ist. Ihr müsst ihn gefunden haben. Ich schwöre, ich weiß nichts über einen Götzen. Bitte! Erbauer, nein! Es fängt wieder an!